buried treasure? Nah, I guess I'm just remembering. Durchsuche Docs Labor nach gefährlichen Dingen. Wähle Objekte im Labor aus, um sicherzugehen, dass Doc hier nichts Gefährliches vergessen hat. Okay, dann gucken wir mal. Und ich finde, das Spiel sieht echt geil. Das hat irgendwie, der Style ist ja mal richtig fett, finde ich. Ich denke mal, ja. Die erste Mission kenne ich. Ich kenne schon die ganze Folge. Nein, kennst du nicht. Du musst Doc finden. Nein, Jo, musst du nicht. Hä? Es geht um was ganz anderes, du verstehst sie nicht. Ist jetzt egal, sei mal ruhig. So, ich denke mal, Einstein Stopp ist wichtig, würde ich jetzt mal sagen. I miss Einstein. Okay, fehlt anscheinend nicht. Gut. Die Uhren. I wonder why Doc didn't take any of these with him. Weil sie gar nicht so einen großen Koffer hatte, denke ich jetzt mal. Ich rede mal mit George. Das ist, denke ich, unser Vater, oder? Ich weiß, ich denke ich jetzt mal, doch, müsste. Hey, Dad. Ja. Wer ist für diesen Verkauf verantwortlich? Doc lebt. Was macht Biff hier? Traum. Ja, wer ist für den Verkauf verantwortlich? Who's running this sale anyway? Oh, that'd be me, son. You? Why? Well, once it became apparent that the bank was going through with the sale, I volunteered to oversee it in order to make sure that Doc's stuff would be treated with a modicum of respect. Isn't that right, Biff? You got it, Mr. McFly. Doc lebt. I'm telling you, this sale is a joke. Doc's only been gone for a few months, and I happen to know... Yes, you've told us he's not dead. He's on a trip. Let's say you're right. Have you considered that this trip may not have been entirely voluntary? I hate to say it, but Doc's run up some pretty sizable debts around town. Maybe he's just hiding from his creditors. Du kennst Doc gar nicht. You got Doc wrong. Sure, maybe he's not so good with money. That's just because his mind's always on bigger things. But he's still a straight-up guy. He'd never run away from his problems. Well, you know him better than I do, son. But the bank is within its rights to sell off his stuff. Maybe you should try to find some things to remember him by, before Biff grabs them all. Hast du dir Docs... Okay, warte mal ganz kurz. Ich werde mal ganz kurz die Hinweise etwas runterschrauben. Wenn er mir jetzt schon während der Dialoge die Hinweise reinjagt, dann nervt mich das ein bisschen. So. Ja, mach ich gleich. Was macht Biff hier? Frag ich mich eigentlich auch, was das für eine Type ist. What's Biff doing here? He wasn't a friend of Doc's. It's a public sale, Marty. Everyone's allowed. Even Biff. Ja, erzählen wir ihn doch mal von dem Traum, ne? Do you think dreams can predict the future? Well, you know I don't go in for that mystical stuff. But I do think they can reflect how you're feeling about the future. What did you dream? Oh, just weird stuff about Doc. Well, that's understandable, don't you think? I guess, but I feel like it was telling me something. Ja, gut, dann haben die Traum schon ein... Kann ich verschwinden? Ja, scheiße. Predict the future. Well, you know I don't go in for that mystical stuff. Nein, ich will das eigentlich überspringen. Ach, geht das nicht? Schade. The future? Ah, doch, geht. Oh, just... So, ja, ich will die Tabs nicht direkt schon so in die Ohren geballert haben. Ich will erstmal den Verstärker mir angucken. Der sieht cool aus. It took me forever to repair this thing after I blew it out last time, and now some jerk's gonna pick it up for pennies. Wie kann man das Ding bitte überladen? So, egal. Verstärker, ja, können wir da ein bisschen dran rumschrauben? Wäre lustig. Let's make some noise. Ja. 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 Kann ich rausmachen, es ist... I better not crank it up anymore. I really don't want to blow this thing out again. Feuer, ich will... Ja, gucken wir uns mal das Rathausplatzmodell an, bevor der Flip uns doch die ganze Zeit da oben nervt. Luca? Hat er von Doc ein Auto? Doc built this model at Downtown Hill Valley, way back in 1955. The clock tower in the courthouse even works. What the? Is that Doc's notebook in there? Hey, that looks just like the courthouse. You gotta hand it to the old coot. He was good with his hands. Biff, can I see that a minute? This would look great in my fish tank. Give the old carp something new to nibble on. Ja, Johann hat gerade von Doc geträumt. Das war ein Albtraum. Ja, es ist eine Familienverbindung zwischen uns und Doc, also ich würde das doch gerne wieder haben, oder darf ich mal kurz in das Modell schauen und ich hab's zuerst gehabt.
Ja gut, ja, ich hab's zuerst gehabt, wollte ich mal so sagen. Come on, I saw it first. Yeah, I guess you're right. But I picked it up first. Give it here, Biff. Well, well, look at what we have here. Scheiße. Looks like plans for something. What's a flux catheter? It's none of your business. Doc asked me Brown's to... worm food, kid. But this looks like it might be worth something. Ha! Nein, ich brauche keinen, weil ich krieg das schon irgendwie zurück. Das will ich jetzt selber ausprobieren. Gedankenleser. Feels like that was a lifetime ago. Actually, I guess it was. Ist hier noch irgendwas anderes? Seems kind of empty without the cord. Nee, leider nicht. Musikbox. Simke. Hey, let me try, Marty. Now, Biff, let Marty have his turn. You got it, Mr. McFly. Okay, wir müssen also irgendwas machen, damit er da dran geht, weil er geht nur an Sachen dran, die wir machen. Okay, gut. Okay, geht aber noch nicht, schade. Enough of that junk. Now, Biff. Sorry, Marty. Okay, probier es nochmal drittmal. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt ändert. Probieren wir nochmal. Nein. Enough of that junk. Okay, das hat nichts gebracht, schade. Also was anderes überlegen. Wie krieg... Okay, hinten geht's gleich weiter. Sollen wir mal überlegen. Reden bringt, denke ich, nichts mit dem Proleten. Gucken wir mal. So schwer kann es ja nicht sein. Ich möchte gerne... Ist hier irgendwas? Können wir befrieden und sagen... Hey, vielleicht. Das ist Tweetsbos gefährlich. Es ist wertlos. Er mich an Doc. Das wirst du nicht verstehen. Das ist richtig, ihr würdet es nicht verstehen. Dafür ist er, denke ich, viel zu blöd. Aber, ja, es ist gefährlich. Das ist, aus der Zukunft oder Vergangenheit. Ich weiß gar nicht, woher. I just can't let you keep that notebook. It's dangerous. What, is it set to explode or something? Well, in a way. I'll take my chances. Alter, dann ist es halt wertlos, Mann. It's just a notebook with Doc's scribblings. What did Doc ever accomplish? Nothing. Yeah, then it's worthless, right? If it was really worthless, you wouldn't want it so bad. Das erinnert mich halt an Doc. Jetzt gib her, komm. I only want that notebook because, well, I'm sentimental. It's like a piece of Doc. Doc's dead. Time to get over it and move on. Was ein Arsch, ey. Wir sagen, wir sind in die Metall und der hackt drauf rum. Ich kauf's dir ab. Haben wir Geld? Hoffe ich mal. I'll pay you for it. How much? Not enough. PTF, okay. Das würdest du eh nicht verstehen. Du bist zu blöd. That notebook wouldn't mean anything to you. You wouldn't even understand what's in it. You calling me ignorant? Never mind. Wie lenken wir ihn ab? Jetzt ist die Frage. Jetzt war irgendwas hier. Aber da ist die Gitarre. Martys Gitarre. Da gehen wir doch mal da dran. Hey Dad, why is my guitar got a price tag on it? Sorry, son. Must have been an overzealous clerk. Just pick it up. I'll iron things out with the bank. Du hast Martys Gitarre genommen. Klicke mit der linken Maustaste auf die blinkende Inventar-Schaltfläche. Ist das Inventar? Blinkt auch komplett. Ja, ich möchte mal Martys Gitarre haben. Und mit dem Verstärker nutzen. Geht das? Das wäre lustig. Ja, es geht. Wusste ich's doch. Here's an oldie, but a goodie. One, two, three. Hey, look. It's Chuck Butthead. Let me show you how it's done. Now, Biff, I think that's Marty's guitar. Oh, gosh, you're right, Mr. McFly. Here you go, Marty. Let's hear a few licks. Whoa! Das Haus wurde gerade weggeblasen. Perfekt. So, ich glaube, da haben wir erreicht, was wir wollten, ne? Man, you kids have ruined. Ich denke mal, das Buch ist rausgeflogen zum Besatzzimmer, oder? Ich gucke mal, ich hoffe mal. Normal müsste es doch rausgeflogen sein. Deswegen war doch der Sinn dahinter, oder? Es ist zumindest weggeflogen, ey. Was hat das jetzt gebracht? Weiß ich noch was? Ey. Hey.
And now, something your kids are really gonna like. Thanks for warming them up for